Hallo Benedikt, hallo Lukas, ich begrüße euch zur Online-Prüfung. Ihr habt euch gut vorbereitet und leider kam bei der Prüfung die Corona-Krise dazu und jetzt habt ihr die Chance, eine Online-Prüfung zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Auf geht's. Wir machen jetzt die Fallschule rückwärts. Dreht ihr euch einmal um? Jetzt kommt Fallschule seitwärts links. Jetzt kommt Fallschule seitwärts rechts. Jetzt kommt Fallschule vorwärts über ein Hindernis. Sehr gut. Unsere Jungs. Jetzt kommt die Stand Marotte Sionage. Jetzt kommt Marotte Sionage links. Sehr gut. Jetzt mache ich auch Marotte Sionage. Jetzt mache ich auch Marotte Sionage links. Jetzt kommt das heiße Rückkommen in Aschen. Ich mache auch das heiße Rückkommen in Aschen. Jetzt kommt Okuria Schieberei. Ich mache auch Okuria Schieberei. Okay, startet ihr mal ganz vorne auf der Ecke. Hier vorne, wo der. Nee, auf der anderen Ecke. So, von da aus schräg gegenüber. Dann kann man besser eure Beine sehen. Okay. Okay, super. Macht nichts, ruhig noch einmal. Kein Problem. Okay. Was ist los? Hab die Arme. Ja, der war ein bisschen besser. Genau, Kniekehle, Kniekehle, gut. Jetzt kommt Harald Goschi. Ich mache auch Harald Goschi. Jetzt kommt der Konter. Wenn Uke Tayotoshi ansetzt, steigt Tori drüber und wirft Kosotogaku.
Gut so, Jungs. Jetzt kommt die Kombination. Tori setzt Deonaga an. Uke steigt über und Tori wirft Koji Makitomi. Sehr schön. Ich mache jetzt die Kombination. Tori setzt Harayoshi an. Uke blockt, Tori hüpft rum und wird Usugan. Dreh dich mal um. Dreh dich mal. Ja. Okay, gut. Jetzt kommt die Grundform von Jujigatame. Also es ist schön, wenn der Uke sich mit dem Kopf in die Kamera legt. Mach das noch einmal bitte. So, okay. Ja, nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Okay. Jetzt kommt die Grundform von Jujigatame. Und jetzt die Grundform von Udogarami. Kopf in diese Richtung. Jetzt mache ich die Grundform von Jujigatame. Jetzt mache ich die Grundform von Udogarami. Hat es geschrieben? Sehr gut, Jungs. Gut. Wenn Uke sich aus Kesigatame befreit, macht Tori Jujigatame. Kopf wieder in diese Richtung. Und wenn Uke sich aus Kesigatame befreit, macht Tori Uke daran. Jetzt kommt Udogarami. Jetzt kommt gerollter Jujigatame als Angriff gegen die Bank. Ich mache jetzt auch gerollter Jujigatame als Angriff gegen die Bank. Jetzt kommt die Befreiung aus der Beinklammer. Dreht euch mal um, ein bisschen umdrehen, ja, dass man die Beinklammer sieht. Okay, so, das reicht. Okay, ja, mach mal. Macht ihr das nochmal einmal mit dem Kopf in der anderen Richtung? Einer von euch beiden, okay? Ja, genau. Nee, Kopf noch einfach weiter zu dieser Matratze. Dreht euch nochmal weiter. Nee, andersrum.
So dass man sieht, was ihr mit den Beinen macht. Okay, jetzt noch einmal Befreiung aus der Beinklammer, bitte. Noch ein bisschen, ja, okay. Ja, genau. Okay, so kann man nämlich sehen, ob ihr das andere Bein zur Hilfe genommen habt. Ja, okay, gut. Kommt die Randori-Aufgabe stand bei dem gleichen Griff und man darf den Griff nicht lösen. Ja, weiter. Noch einmal. Okay. Jeder darf mal auf die Schokoladenseite. Genau. Okay. Jetzt kommt das Randori im Boden aus der Beinklammer. Dreht euch mal ein bisschen. Andersrum. Okay, jetzt startet mal. Komm, auf geht's. Ja, ihr könnt beim Randori, wenn ihr aus der Beinklammer rauskommt, ruhig ein bisschen Randori weitermachen, ne? So von einer Technik in die andere. Okay, auf geht's. Ihr macht das klasse. Okay. So, ich glaube, ihr habt alle Aufgaben erfüllt. Ist das korrekt? Ihr habt das Programm so schön gewusst, deswegen gehe ich davon aus, ihr habt alles gut gemacht. Auf meinem Zettel steht auch nichts mehr. So, setzt euch mal einen Moment hin. So, setzt euch mal ruhig einen Moment hin. So, okay. Also, von meiner Seite aus habt ihr das klasse gemacht. Ihr habt eine tolle Prüfung gemacht. Man sieht, dass ihr euch gut vorbereitet habt. Der Größen- und Altersunterschied spielte natürlich auch eine kleine Rolle. Der Benedikt hat es ein bisschen schwerer gehabt als kleinerer, aber ihr habt das Problem gelöst. Ihr habt die Aufgaben, die euch gestellt wurden, meiner Meinung nach mit guten Leistungen erbracht. Und von mir aus habt ihr die Prüfung mit gut bestanden und ihr könnt mit Recht und Stolz euren nächsten Gürtel tragen. Ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich. Okay. Applaus von 20.000 Zuschauern natürlich. Okay. So, ihr könntet theoretisch jetzt wieder abdrücken. Ui! Ah, den müsst ihr noch umbinden. Komm, da müssen wir dabei sein. So. Ach, guck mal, das macht doch Spaß. Nagelneu. So, der steht euch auch sehr, sehr, sehr gut und ich freue mich schon, mit euch die nächste Prüfung zu machen. Ich hoffe, dass ich dann auch Prüfer bin
Und wenn ihr so gut vorbereitet seid, dann habe ich auch sehr viel Spaß und freue mich mit euch zusammen über die bestandene Prüfung. Jetzt könnt ihr abgrüßen. Supi, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freut euch über die bestandene Prüfung. Dankeschön.